So, also wir haben jetzt ein paar Utensilien dabei und werden auf die Scheibe hier schießen. Und zwar hängt die ganz leicht im Holz drin und wir wollen von etwas weiter weg schießen. Und zwar von da hinten, ich weiß nicht, 20, 30 Meter. Hinter dem Holzstapel da. Und wir werden eine kleine Challenge draus machen, einfach wer es zuerst trifft, hat gewonnen. Dass es runterfällt, es ist locker befestigt, ja. Mit einem Luftgewehr. Also wir schnicken jetzt. Ja, gut, also ich darf anfangen, weil logischerweise ohne Nachziehen, sonst ist das Ding nicht runtergefallen. First try! Jawohl! Ja, komm, lass doch mal mit Nachziehen machen. Okay. Weil sonst ist langweilig. Hast du es jetzt so gehalten? Wie? Hast du es? Nee, ich hab's nur gerade gedreht. Okay, gut. Hast du es noch mit drauf? Ja. Wenigstens das. Also es muss zugeben, es war relativ knapp. Hier ist das Loch ziemlich am Rand, aber ich habe es runtergeschossen. Ich hänge nochmal hin. Wir sagen jetzt einfach doch mit nachziehen, damit Daniel auch eine Chance hat. Drauflegen, einigermaßen. Dumm, 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 dumm. Ah, das ist jetzt vorbei. Lorenz hat gewonnen, ja. Und jetzt kommen wir zur Challenge 2. Und da haben wir die hier. Und zwar, wenn wir das als wirkliche Challenge jetzt machen. Und zwar, ihr habt gerade schon die Bestrafung gehört. Es wird einfach so laufen, jeder hat seine Scheibe und man wird dann auf Punkte von der gleichen Stelle wieder schießen. Jeder hat 5 Schüsse. Wer mehr Punkte hat, der gewinnt. Wer weniger Punkte hat, muss das Schaf abschlecken. Also einmal einen Kuss auf zum Kuss auf diesen und wunderbaren Mund. Boots, bitch, disgusting. Also ich werde gewinnen, sagen wir es mal so, weil nein, das ist gar kein Wort. So, wir schauen jetzt wieder, wer anfängt. Okay, wir werden wieder aus dem Stand schießen. Von dort, da am Baum hängt die wunderbare Zielscheibe. Wenn man einen Schuss an der Pappe sieht, gibt es einen. Im äußeren Ring gibt es 2. Im inneren Ring gibt es 3. Und wenn man genau die Mitte trifft, 5. So, Daniel hat geschossen. Ja. 2, 2, 2 sind 6. Plus 6, 12 Punkte insgesamt. Ich bin zufrieden, doch. Das ist sehr gut, das wird jetzt schwierig für mich. Da wird die Schnauze abgeschlabbert, Lorenz. So, Lorenz ist jetzt dran. Ich muss mehr als 12 Punkte machen, das heißt. Scheiße, das wird schwierig, aber ich probier's. Ich brauche erst noch 8 Punkte und 2 Schüssen. Ja. Ich hab keinen Bock. Weiter geht's. Schauen wir mal hin. So, also Lorenz. Hier ist es relativ leer. Hier haben wir einen. Hier haben wir 4. Das sind 2. Das sind 2 Punkte, der da. Ja. 2. 3, 4, 5, 6. Du hast die Hälfte erreicht, ich würde sagen. Schäfchen, Küsschen. Wir sind ja gerade auf dem Bauernhof. Deswegen haben wir auch Schafe. Welches willst du denn lieber? Ich glaube, heute ist freie Auswahl, ausnahmsweise mal. Hey, Süße, wie kostest du? This is my pee-pee. 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 Ja, und wollen wir wieder gehen? Ja, nee. Du hast noch was zu erledigen. Wir sind doch auch ganz süß. Hallo. Oder? Aber ich muss nur einmal kurz berühren, oder? Zum Kuss. Ja, der Kuss muss sein. Du kannst auch schlabbern, wenn du willst. Bisschen französisch. Ist alles mit drin, wenn du willst.
Also ich glaube, das Schaf ist willig. Aber ein bisschen kurz. Passt. So, das war's. Nächstes Video ohne mich, kein Bock mehr. Nice.